Habt ihr das auch manchmal, dass euch jemand begegnet, euch ganz aufgeregt begrüßt? Ach Gott, Hedley, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Mein Gott, das muss ja mindestens 20 Jahre her sein. Und du denkst, haben wir uns überhaupt schon mal gesehen? wer bist du? Du denkst es, ja. Und da fängt er an zu erzählen, ja, das war so toll damals und am Steinbruch in Weikersheim und wie du da Gitarre gespielt hast. Und so super. Und ich denke, oh. Ja, habe ich gesagt, stimmt. Da war Nacht und Lagerfeuer und ja, genau. Und hast du Take Me Home Country Roads gesungen. Und ich denke, alter Schwede, ey, das ist 30 Jahre her. Warum erkennt die mich noch? Und dann mache ich immer das, was ich meistens tue. Ich sag dann, du hilf mir mal auf die Sprünge, aber ich habe keine Ahnung, wer du bist. Da müsst ihr einfach ehrlich sein. Ja, da müsst ihr einfach ehrlich sein. Da müsst ihr sagen, hilf mir mal auf die Sprünge. Du, dieses Lagerfeuer in Weikersheim ist 30 Jahre her. Das war Anfang der 90er. Ich weiß nicht, wer du bist. Ja, aber weißt du doch, ich bin's doch, Petra. Und ich denke, ach, Petra. Ich weiß nicht, wie viele damals dabei waren an diesem Lagerfeuer. 30? Ich weiß, dass Katrin dabei war und ich sehr verliebt war in Katrin. Das weiß ich noch. Ich war wirklich sehr verliebt in Katrin. Ich war damals 17 Jahre alt. Ich war echt verknallt, mein lieber Mann. Aber ich war damals schon über 20, 27, glaube ich. Ja, und da, meine Güte, das war ein Mädchen. Aber Petra? Sag ich, ach Gott, ja, Petra, natürlich, natürlich, Petra. Klar, jetzt fällt mir es wieder ein. Die Petra, mit wem warst du damals zusammen? Mit dem Heiner zusammen war, genau. Und du hast ja damals gerade eine Lehre gemacht noch, ja? Nee, ach, bist noch zur Schule gegangen, genau. Bist noch zur Schule gegangen. So entlockt man den Leuten Sachen, ja? Die sie dann noch ganz freiwillig sagen, obwohl du null Ahnung hast, wer vor dir steht. Null. Du hast null Ahnung, wer vor dir steht. Ich kannte die nicht. Ich wusste nicht, wer das war. Das ist wie wenn ihr auf ein Konzert. Aber ich kann dir noch ein Beispiel sagen. Ich habe vor 10 Jahren oder so bei einer Firma in Taubischofsheim einen Computer installiert, ein Netzwerk installiert. Und auf einmal kommt einer rein und sagt, ach Gott, der Gerd Höller. Und ich sage, ja. Mensch, kennst mich nicht mehr. Wir waren zusammen bei der Bundeswehr und ich denke, Alter. Ich war 1985 bei der Bundeswehr. 1985. Und der sagt mir 2012, das sind 35 Jahre. Habe ich richtig gerechnet? Ne, es sind 25 Jahre. Und kennt meinen Namen noch? Ja, wir waren zusammen auf einer Übung. Ne, auf dem Lehrgang. Wir wären zusammen auf dem Lehrgang gewesen. Was habe ich eigentlich an mir, dass Menschen sich an mich erinnern, wenn sie mich nach 30 Jahren, 25 Jahren wiedersehen? Was ist da an mir? Was mach ich mit den Menschen, dass ich einen solchen Eindruck hinterlasse? Ich war mit dem auf dem Lehrgang. Das heißt, ich habe den da 2 Wochen lang gesehen. Der war wahrscheinlich mit mir in derselben Gruppe. Und danach habe ich den nie wieder gesehen, 25 Jahre lang. Und der wusste sofort meinen Namen. Oder jetzt Petra. Wusste sofort, ich habe mich doch verändert. Nach 30 Jahren habe ich mich doch verändert. Anfang der 90er war das. Da habe ich mich doch verändert. Ich habe mich doch verändert. Und trotzdem wissen die noch meinen Namen. Was macht das? Was mache ich mit den Leuten? Manchmal ist mir das ein völliges Rätsel. Dann sage ich immer, ach Petra, ich hoffe, es geht dir gut. Ja, bin verheiratet, schon wieder geschieden. Und ich denke, ja, wenn ich dich so sehe, hätte ich mich auch scheiden lassen. Oh, hoffentlich sieht sie das nicht. Ich habe nichts gesagt von YouTube, ey. Hoffentlich sieht sie das nicht. Oh Mann, ey. Ich finde es ja toll. Ich finde es ja toll, dass ich erkannt werde. Aber es wundert mich halt immer wieder, nach so vielen Jahren,
Dieser Steinbruch ist locker 30 Jahre her. Unglaublich. Was ist an mir dran, dass die Menschen sich so lange an mich erinnern? Ja, irgendwas habe ich. Ja, irgendwas. Hübsch bin ich. Gell, ich sehe gut aus. Dafür, dass ich fast 60 bin. Leute, ich bin 57. Guckt mich an. Im 58. Lebensjahr. Guckt mich an, wie ich aussehe. Verstehst du? Sehe ich aus wie 58? Nee. 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 Hashtag 58. Ciao.